Hallo zusammen, willkommen zurück bei SRAM Millionär. Heute eine Runde Let's Schnack. Wir schauen uns die letzten zwei Gameweeks an. Was ist passiert? Wie habe ich abgeschnitten? Außerdem wird heute die Auflösung des Gewinnspiels aus dem letzten Video, was ich oben nochmal verlinken werde, stattfinden. Es gibt einen glücklichen Gewinner aus diesen 77 Kommentaren, sind es glaube ich, die gedroppt wurden. Zudem möchte ich euch nochmal einen kleinen Ausblick geben auf meine Teams, wie ich sie jetzt auch in der Zukunft aufstellen werde. Ich bin nämlich jetzt eigentlich mit zwei Teams eigentlich so weit durch, dass die in der Aufstellung, wie sie jetzt eben zusammengesetzt sind, auch spielen sollen. Da soll jetzt erstmal keine große Veränderung mehr stattfinden. Andere Teams, wie zum Beispiel die U23, sind gerade noch im Umbruch. Da bin ich aber eigentlich auch so weit fertig, dass ich für den Sommer da eine Mannschaft stehen habe. Und dann gehen wir nochmal kurz auf das Thema des Soraya Community Updates ein, was ja heute Abend bei mir zumindest, bei euch ist es nachmittags, stattfinden wird. Hier gibt es ja doch einige Spekulationen, um was es da gehen könnte. Sprechen wir einfach nachher nochmal kurz drüber. Für alle, die noch nicht bei Soraya angemeldet sind und sich gerne anmelden wollen, nutzt doch meinen Referral-Link, denn nur mit dem Referral-Link bekommt ihr eine Karte von Soraya geschenkt, sobald ihr 5 Karten auf dem Markt ersteigert habt. Außerdem bekommt ihr noch eine Karte von mir gratis, wenn ihr euch über meinen Link anmeldet. Zurzeit muss ich sagen, sind die Referrals nicht schlecht. Mir fehlen noch 7 Anwerbungen abgeschlossene, um die Unique-Karte zu bekommen. Und ihr wisst ja, dass alle, die bei diesen ersten 30 Anwerbungen dabei sind, nochmal an einer extra Auslosung teilnehmen werden, sobald ich die Unique-Karte bekommen habe. Also hier würde es mich wirklich super freuen, wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen könnt. Kostet euch nichts, meldet euch einfach über den Link an und ersteigert 5 Karten auf dem Markt. Dazu geht ihr einfach auf den Markt. Und bietet hier auf die Karten nicht von anderen Manager kaufen, denn dann wird das nicht funktionieren. Gut, springen wir in Soraya Data ab und schauen mal die letzten beiden Game Weeks an. Dazu habe ich schon die 255 aufgemacht. Es sind ja gerade die Länderspielwochen. Ich habe Teams aufstellen können, aber leider habe ich mal wieder nicht so aufgestellt, wie ich hätte aufstellen sollen. Wie man hier sieht, ich hatte hier auf jeden Fall ein paar Spieler, die gut Punkte geholt haben. Wie immer mein Neymar dabei aktuell, also der holt mir wirklich überragend Punkte. Bei Ferrati Italien habe ich nicht gedacht, dass er spielt. Italien ist ja jetzt ausgeschieden und nimmt nicht an der WM teil, was natürlich wieder mal unglaublich ist. Ferrati hat trotzdem 83 Punkte geholt, was super solide ist. Leider habe ich ihn nicht aufgestellt. Genauso wie Kim Song-gyu von Korea ja im Tor, hat die Null gehalten, hat die 66 Punkte geholt. Ich habe aber aufgestellt Pedro Galese, den ich mir erst neu geholt hatte. Für diese Game Weeks auch, hat leider ein Tor bekommen und dementsprechend keinen Clean Sheet bewahren können. Genauso wie der Rest einfach nicht gut abgeschnitten hat. Also hier mit Brasilien 4-0 gewonnen, trotzdem Casemiro nur 38,5 Punkte. Also seitdem ich Casemiro geholt habe, hat er leider noch nicht performt. Wenn man sich da mal seine Werte anschaut, die er normalerweise in den letzten Monaten so gehabt hat, hat er wirklich seitdem ich ihn habe alles andere als gut performt. Ich habe ihn hier irgendwo in dem Bereich gekauft, glaube ich, seitdem er das Spiel gemacht hat. Und hier vorne hat er eigentlich immer um die 60 Punkte im Schnitt geholt und jetzt ist der Schnitt einfach mal um 20 Punkte runtergerauscht. Also leider schade, dass er da momentan nicht performt, aber hier denke ich nach wie vor, dass er wieder an die Leistung anknüpfen wird. Sieht ja immer, er hat immer mal diese Ausreise nach unten, dreht sich aber alles irgendwo immer um die 50 Punkte. Hoffentlich mal in der Zukunft wieder ein bisschen mehr Ausreise nach oben. Nichtsdestotrotz, ja, die Truppe hat nichts geholt. Es fehlen immer noch 79 Punkte zum Reward. Hätte Fahrradkette, hätte ich Ferretti aufgestellt, Kim Song-kyu aufgestellt und vielleicht noch den Kim Tae-hwan, auch von Ulsan, aus der Verteidigung, hätte es für einen Reward gereicht, hat es aber nicht. Von daher schwamm drüber, schade. Also gerade hier bin ich am weitesten enttäuscht, muss ich sagen. Beim Rest, ja, hätte besser werden können. Aber auch hier in dem Spiel von Paraguay gegen Ecuador ist es schade, dass beide Innenverteidiger hier so schlecht abgeschnitten haben. Thauma mit 9,8 Punkten, also sieht man, dass das eine Katastrophe war hier in dem Spiel, was die Abwehrleistung anging. Deswegen schwamm drüber. Was hat noch gespielt? Die U23, ja, aber wie man sieht, hier hat niemand gespielt. Ich hätte nur Jesus Ferreira, der aber nicht aufgelaufen ist. Hier habe ich drauf gehofft, dass er jetzt in der letzten Game Week aufläuft und er ist aufgelaufen, hat auch sein Tor gemacht. Deswegen springen wir da gleich mal ab auf die 256. 256 sieht nämlich schon besser aus. So far, so good. One Reward Tier 3. Das ist mein erster Tier 3 Reward in U23. Wird auch so bleiben. 55. Platz. Ich dachte eigentlich, dass es diesmal sogar zu einem Tier 2 Reward reichen wird. Hat es leider nicht. Genauso wie bei der All-Star Limited. Auch glücklich aufgestellt, muss ich sagen. Fabio Alvarez hat hier souverän 86 Punkte geholt beim 1-1 gegen den letzten Platz. Haben die Pumas hier, glaube ich, gespielt in Mexiko. Mittelfeld, Leonel Lopez auch souverän, 52 Punkte geholt.
Lim Sang-hyup ohne Tor, 47 Punkte mit dem Bonus 51 bei den Steelers gegen Ulsan. Gut, Alisa Mendy für Al-Gain leider nur 49 Punkte geholt. Hier war es ja das Spiel gegen Kamerun. Da gibt es jetzt auch nächste Woche gleich das Rückspiel. Da habe ich ja gleich den Doppelpack hier in der U23 mit Benazir Seruki und Alisa Mendy. Das ist nach wie vor mein Stack, den ich eigentlich für den Afrika Cup hatte. Damals noch mit Slimani im Sturm. Den hatte ich wieder verkauft. Der ist dann danach ja von, ich glaube, er war bei Olympique Lyon vorher und ist dann zu Sporting Portugal gewechselt. Seitdem macht er auch wieder seine Punkte. Also momentan auch vielleicht kein schlechter Spieler, wenn man einen relativ soliden Stürmer haben möchte. Wenn man nämlich sieht, hat er hier, es müsste hier vor dem Wechsel gewesen sein. Man City, Porto, nee, hier hat er schon gewechselt, ist aber erst eingewechselt worden. Und danach hat er dann wirklich fast in jedem Spiel sein Tor gemacht. Also momentan auch meiner Meinung nach ein relativ günstiger Stürmer, den man sich da mal holen könnte. Ja, dementsprechend war es kein Reward, 17 Punkte haben gefehlt. Hier hätte ich auch nicht groß anders aufstellen können, von daher ist es in Ordnung so. Schauen wir auf die U23, hier fehlen in Anführungszeichen nur 12 Punkte bis zum nächsten Tier 2 Reward, deswegen sollte es zumindest kein zu schlechter Tier 3 Reward werden. Hier habe ich aufgestellt, ich wusste, dass es eigentlich nur einen Tormann gibt, der in dieser Game Week spielen kann, deswegen war es eigentlich fast egal, wie man aufstellt. Denn hier kamen nicht viele zusätzliche Punkte über den Tormann. Dann hier in meinem Mittelfeld leider halt schade, dass Kamerun bzw. Algerien gegen Kamerun so schlecht performt hat hier von den beiden. Die Abwehr war wieder okay. Hier 58 Punkte von Seljongwu. Hätte ja auch deutlich mal... Wäre es natürlich schön gewesen, wenn er irgendwie noch eine Vorlage gegeben hat und noch ein Decisive bekommen hätte. War nicht der Fall. Also die Punkte hat er meines Erachtens alle 23 Punkte wieder über den Aroundscore geholt. Und Jesus Ferreira hat wenig Aroundscore gehabt, hat aber sein Tor gemacht. Von daher bin ich gespannt, was hier kommt. Die Karte wird dann hier wieder in den Shorts und auch im Instagram gepostet, damit ihr mal seht, was da für Rewards bei rumkommen. Gut, das war's zu den aktuellen Gameweeks. Jetzt möchte ich euch nochmal kurz im Lineup-Bilder zeigen, wie ich denn ab der kommenden Woche dann, wenn die Spiele wieder anfangen, aufstellen werde. Mein All-Star-Limited-Team ist jetzt komplett. Ich habe jetzt hier drei Spieler von Paris, die in dem Fall auch alle spielen sollten jetzt endlich mal. Ich hatte die ganze Zeit die Thematik mit Ferrati, dass er gesperrt war, nicht eingewechselt wurde etc. pp. Also war eine Katastrophe. Und hier jetzt gegen den 16. hoffe ich mir wirklich, dass da einiges drin ist. Also hier bin ich wirklich gespannt, genauso wie von Hernandez, den ich jetzt diesmal nochmal in die Abwehr gestellt habe. Der wird dann in mein U23-Team erstmal noch wandern bis zum Juli. Auch gegen den 12. Platz, also hier bin ich auch wirklich gespannt. Und wenn er hier hinten Kim Sung-gyu noch die Null halten würde, könnte es hier meiner Meinung nach ein durchaus interessanter Spieltag werden für das Team. Wie geht's weiter? Wen haben wir noch in der Ausstellung? Mein All-Star-Rare-Team. Ja, hier spielt Espanyol 12. gegen den 6. gegen Villarreal. Tormat mit Brügge gegen Bierschot. Hier denke ich, wird die Null gehalten. Bin ich gespannt. Also der Kleine sollte auf jeden Fall drin sein. Der Große meiner Meinung nach auch in der Woche. Challenger Europe. Hier tritt ja normalerweise mein Vitesse-Deck an. Vitesse spielt aber diesmal gegen Alkmaar, weswegen ich hier nicht komplett Vitesse aufgestellt hat. Zum einen Taremi vorne, weil sie gegen 10 Blatt spielen. Hier denke ich, dass er durchaus ein Tor machen kann. Efecan Karaca hat momentan einen ganz guten Lauf, deswegen habe ich ihn jetzt mal hier im Mittelfeld auch eingesetzt, genauso wie Rafaelov, der zwar gegen den 6. Platz spielt, aber auch in den letzten Spielen wirklich konstant relativ gute Leistungen abgerufen hat. Und daher bin ich da gespannt, ob es hier beim Challenger diesmal für einen Reward reichen sollte. Hier bin ich mir ein bisschen unsicher, weil ich vermute, dass Alkmaar sein Tor machen wird. Jesper Karlsson natürlich, der im Sturm, der überragend ist. Und Vitesse hier wahrscheinlich eins fangen wird, deswegen werden hier Punkte abgezogen werden, weil der Clean Sheet nicht gehalten wird. Könnte schwierig werden. Hier bei der Championship America Limited erhoffe ich mir auch nicht allzu viel. Hier im Mittelfeld könnte es, denke ich, ganz gut laufen. Genauso wie im Sturm. Angel Sepulveda macht eigentlich momentan auch fast immer so sein Tor oder holt um die 50 Punkte. Also es ist auf jeden Fall in Ordnung für einen Stürmer. Allerdings hier hinten gegen den 1. Platz vermute ich doch, dass sie einen fangen werden und dementsprechend nicht so hoch punkten können. Daher ja für die Woche nicht allzu viel Hoffnung. Eventuell kriegt hier noch Alvarez die Kapitänsbinde, weil er jetzt ja doch wirklich gut gespielt hat in den letzten paar Spielen. Bei der Championship Asia habe ich jetzt mein Team so stehen, wie es eigentlich spielen soll, bis auf Kim Tae-hwan, der normalerweise ersetzt wird durch Seol Yong-woo. Dann wäre das Asia-Team voll. Seol Yong-woo spielt aber diesmal noch in der U23, weil Hernandez noch in der All-Star spielt. Später soll Hernandez hier runterrutschen und Seol Yong-woo hier hochrutschen in den Asia-Stack.
Und dann habe ich eigentlich mein Team für Asia komplett, mit dem ich auch denke, dass da durchaus mal Rewards drin sein könnten, auch bessere. Bin ich drauf gespannt. Hier habe ich ja Matteo Savio mir noch geholt. Und Tomoki Iwata hatte ich als Reward bekommen letztes Mal. Werde ich jetzt auch erstmal behalten, weil er meiner Meinung nach auch keine schlechten Spiele macht. Ansonsten haben wir noch in der Championship Europe den Stack wieder von Espanyol gegen Villarreal. Hier eigentlich gleiches wie oben. Hier haben wir nur noch Trapp im Tor. Hier könnte es durchaus sein, dass die Null gehalten wird gegen Kräuter Fürth. Und ja, bei Leandro Cabrera muss man schauen. Also momentan ist Real Espanyol ganz gut drauf. Yangel Herrera vor allem macht im Mittelfeld auch immer jetzt seine 50 Punkte. Raúl de Tomás kommt es halt drauf an, ob er sein Tor macht. Und bei Casemiro gegen Celta de Vigo, gegen Elften, denke ich schon auch, dass er hier mal wieder ein paar Punkte holen könnte. Also hier bin ich auch nicht ganz ferner Dinge, dass wir hier irgendwie mal einen Reward absahen können. Hier in der U23 sollen dann noch zwei Spieler kommen, ein Mittelfeldspieler und ein Torwart, die ich mir schon ausgesucht habe. Und dann hier ist noch die Frage, wie man es im Endeffekt macht mit Hernandez und Yongwu, eventuell mit zwei Defendern im Mittelfelder und einem Stürmer. Oder mit Benasema mit drin, der in letzter Zeit auch wirklich gute Spiele macht. Ja, ansonsten, Preise sind momentan immer noch am Drop. Man sieht jetzt gerade so aus, als hätte sich ein bisschen stabilisiert. Hier bin ich einfach gespannt, wie es weitergeht. Also ich denke nach wie vor, dass das jetzt so eine Sache ist, bedingt durch die Scouting-Season, genauso wie die Sommerpause, die jetzt bald vor der Tür steht für die europäischen Clubs. Und danach denke ich, oder jetzt in der Sommerpause wird sich das Blatt schon wieder wenden. Vor allem, wenn halt auch mal der Markt ein bisschen mit weniger Karten überschwemmt wird. Dazu werden wir vielleicht aber auch heute Abend was in der Ankündigung von Sorare hören. Bin ich wirklich drauf gespannt. Also hier gibt es ja doch einige Spekulationen, ob die Premier League zum Beispiel bekannt gegeben wird, ob es neue Wettbewerbe gibt, wie zum Beispiel ein Common Pro, ein Limited Pro oder ähnliches, wo Karten gemischt werden können aus Common und Limited oder eben Limited und Rare Cards. Ob das Reward-System angepasst wird, ob es Informationen gibt dazu, wie in Zukunft Spieler gedroppt werden. Also hier steht doch einiges vor der Tür und ich denke, Sorare ist hier auch einiges schuldig, weil doch in letzter Zeit gerade die Kommunikation nach außen hin von Sorare echt fragwürdig ist. Liegt natürlich daran, klar, sie sind am Wachsen und wissen wahrscheinlich momentan nicht so richtig, auf was sie sich da hauptsächlich fokussieren müssen. Dafür haben sie ja eigentlich viele gute Leute im Board und ich hoffe jetzt, dass jetzt hier das mal ein Event ist, wo jetzt einfach mal ein bisschen mehr die Community wieder mit an Bord geholt wird und es geschaut wird, wie eben Sorare sich weiterentwickeln soll. Weil meiner Meinung nach ist es nach wie vor das Projekt, wenn es um Fußball geht, im NFT-Bereich. Und ich werde hier auf jeden Fall daran festhalten. Gut, dann kommen wir noch zu dem Gewinnspiel, der Gewinnspielauflösung aus der Game Week 254. Ich habe die Kommentare hier schon reingeladen und werde jetzt einfach mal auf Start klicken, um zu gucken, wer gewonnen hat. Und gewonnen hat Tobias Mattes. Bin erst neu bei Sorare. Super, dann ist es natürlich umso besser, dass du eine Karte bekommst. Ich wollte mir so langsam Limited aufbauen, deswegen spiele ich momentan nur die Com League. Habt euch eigentlich ziemlich gut abgeschnitten. Sehr gut, Tobias. Dann sollst du jetzt eine Karte von mir bekommen. Wirst du nach dem Video zugeschickt bekommen. Deinen Namen hast du ja hier genannt. Ich schaue mir dann dein Team an. Und viel Erfolg mit der Karte und in Zukunft bei Sorare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Wir sind über 600 Abonnenten inzwischen. Und das nächste große Ziel ist die 1000. Dann ist es nämlich möglich, dass ich auch hier quasi Ads auf YouTube spielen kann und dadurch ein paar Einnahmen generieren kann. Selbst wenn ich hier mit Einnahmen generiere, werde ich euch das auch transparent zeigen. Das gehört nämlich zu meinem ganzen Sorare-Projekt dazu, quasi der YouTube-Kanal. Und eigentlich will ich auch den Großteil dieser Einnahmen wieder in Karten investieren, die an euch rausgehen sollen. Also dann haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.